Und dass beides dann zusammensetzt. Und dieses Zusammensetzen wird dann einmal genau angelegt und wird dann mit Gummiband verbunden, so dass das schön stramm dran sitzt. Und es muss wenigstens immer drei Viertel der Veredelung muss immer anliegen, damit das Ganze die Chance hat zu wachsen. Diesen Reis, den wir da aufsetzen, der ist genauso stark wie der Trieb der Unterlage. Er sollte nach Möglichkeit